Heute ist der 27. Dezember 2022, Dienstag nach den Feiertagen. Und bei uns hat es das ganze Weihnachtsfest über also geregnet. Und es war tiefgrau und richtig dunkel. Ja, heute ist der erste Tag, wo mal die Sonne wieder rauskommt und sich blicken lässt. Dafür ist es aber auch ganz schön windig. Und Richtung Jahreswechsel soll es sogar stürmisch werden. Wobei ja der letzte angekündigte Sturm komplett ausgefallen ist. Nur diesmal merkt man es schon, weil sich tatsächlich immer mehr Wind aufbaut. Ja. Die Wetterlage kommt heute so aus West, Südwest. Und die Sonne scheint. Es ist aber nicht sehr warm durch den Wind. Also es soll wärmer werden. So frühlingshafte Temperaturen Richtung Jahreswechsel sind angekündigt. Tja, wie immer, ne? Nur diesmal richtig heftig wahrscheinlich. Ich bin ja Heiligabend hier gewesen und komplett durchgeweicht wieder zu Hause angekommen. Und heute war auch richtig was los. Als ich reingefahren bin, also ins Revier, gleich auf den Wiesen hinterm Ort, noch vor der Autobahnbrücke, war heute eine Treibjagd. Da waren zig Jäger schwerst bewaffnet auf den Wiesenweiden unterwegs mit Hund und so und haben sich so in Reihe aufgebaut und die Wiesen abgetrieben. Hier, Gott sei Dank, hinter der Autobahnbrücke ist Ruhe. Man hört ab und zu mal die Schussgeräusche. Ja, das fand ich nicht so lustig. Könnt euch ja vorstellen, dass ich kein Fan davon bin. Von der Jägerei. Und schon gar nicht von Treibjagden. Also, wenn man... Ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich kein Sport. Also sowieso nicht, wenn man irgendwen umbringt, damit ist das kein Sport, ja, oder zu Schaden bringt. Aber so eine Treibjagd, die hat ja nochmal so einen Aspekt, in dem dann die armen Opfer in die Ecke getrieben werden, in die Enge getrieben, bis aufs Letzte gehetzt. Oh, ehrlich, wir Menschen, ja. Wir sollten uns dringend mal ein paar neue Dinge überlegen, die nicht so brutal sind. Naja, hier in der Kuhle, wo ich jetzt sitze, ist gerade so der Rest abgeräumt worden. Da sind noch ein paar Krümel. Das Wesentliche ist weg. Das war nur so ein Zwischenbericht. Die Sonne scheint durch die Bäume hindurch, da kann man richtig wieder gut erkennen, wie tief die steht. Wo ich ein bisschen was abbekommen habe davon, das war unten am großen Futterplatz. Da war es auch nicht so windig, hier geht es jetzt auch. Oben im Hang kann man es kaum aushalten. Also das sind so... Ne, zwischen 40 und 50 km/h in Böen. Ansonsten geht es noch. Das soll jetzt jeden Tag mehr werden. Ich werde gleich den Heimweg wieder antreten. Das war nur ein kurzer Bericht von dem Tag nach Weihnachten. Es ist nichts Neues passiert, aber die Futterplatzgäste sind unglaublich zahlreich. Also wirklich richtig viel. Allein bei den Rabenkrähen ist die Schar wieder größer geworden im Vergleich zum letzten Jahr um die Zeit.
Na gut, dann sage ich erstmal Tschüss, bis dahin.